Servus, Freunde des Ballsports. Beim FC Bayern München, da hat man auf den Flügelpositionen wirklich einige Spieler. Es wird auch immer wieder jetzt davon gesprochen, das habe ich euch vorhin berichtet, dass Marco Asensio geholt werden soll, um den Ausfall von Senegal-Star Sadio Mané zu kompensieren. Und jetzt hat eben die französische Zeitung Sport berichtet, dass der FC Chelsea im Winter einen Anlauf für Kingsley Coman wagen möchte. Denn man möchte den 26-Jährigen sehr, sehr gerne an die Stamford Bridge holen. Chelsea-Coach Graham Potter soll ein großer Fan des Franzosen sein und wünscht sich frisches Personal für die zweite Saisonhälfte in der Offensive. Bei Kingsley Coman verhält es sich so, mit 26 Jahren ist er natürlich im absolut besten Fußballeralter. Er hat noch Vertrag bis 2027 beim FC Bayern München, sprich noch langfristig, und Stand November hat er einen Transfermarktwert von 60 Millionen Euro. Also man müsste auf jeden Fall mal 80 Millionen hinlegen oder mehr, damit Kingsley Coman zu haben wäre. Aber wie Bayern Insider Christian Falk berichtet, denkt man in München gar nicht an einen Transfer von Kingsley Coman, denn man ist sehr zufrieden mit dem Franzosen und will weiterhin in der Offensive mit ihm bauen. Auch die Bestrebungen von Chelsea, dass man möglicherweise Christian Pulisic in diesen Deal mit einbauen möchte, man möchte ihn quasi ihn und eine Stange voll Geld für Kingsley Coman geben, wird in München sehr, sehr kritisch gesehen, da man Pulisic absolut nicht auf demselben Niveau wie Kingsley Coman sieht. Pulisic kennt zwar die Bundesliga, wird auch immer mal wieder mit einem Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, aber er ist nicht auf Bayern-Niveau, so zumindest, wenn man Christian Falk hier den Glauben schenken mag. Ich halte das Ganze auch für sehr unrealistisch, aber ich halte es für sehr realistisch, dass der FC Chelsea ein Angebot abgeben wird im Winter. Denn sind wir mal ganz ehrlich, sie haben auf jeden Fall eine Menge Geld oder unlimitierte Mengen an Geld. Und ich denke, man muss auf jeden Fall bei Chelsea was auf der Offensivposition oder auf den Außenpositionen machen. Denn da ist man aktuell wohl zu schwach besetzt. Zumindest läuft es in der aktuellen Saison in der Premier League ja gar nicht so, wie man das eigentlich von Chelsea kennt. Und daher bin ich gespannt, ob da ein Angebot kommt. Was denkt ihr? Kingsley Coman für eine Menge Geld abgeben, sagen wir mal 100 Millionen, oder Kingsley Coman eher halten? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.